Noch steht die Konkurrenz aber im Regen und weiß gar nicht, welches Konzept hier blüht. In Neukölln gibt es auf jeden Fall gastronomisch ein ganz großes Spektrum. Also von der Dönerbude, ich hoffe, da gehen wir heute nicht hin. Ich glaube nicht, dass Roman eine hat. Aber du kannst hier wirklich international alles finden. Ja. Und in Sachen Menschenkenntnis, wie schätzt ihr den Herausforderer ein, Ulrich? Ich denke, der Roman ist Profi genug, der hat das ganz gut im Griff. Und der ist auch gut strukturiert, denke ich, so wie ich ihn einschätze. Roman rockt das Ding, so ist jedenfalls der Plan. Jetzt heißt es Nerven behalten hier im Neuköllner Vorwerk. Ja, hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo Roman. Das Wetter ist ja heute nicht so schön. Ich würde sagen, ihr legt erstmal ab, kommt erstmal an und dann treffen wir uns am Tisch. Gleich, danke. Wie ich immer sage, es bleibt spannend und wir geben heute alles. Und Leute, wie sieht's aus im Opernladen? Ein schöner, pompöser Kronleuchter. Ja, stimmt. Auch die alte Struktur, also das Gebäude, finde ich jetzt interessant. Ich mag ja Architektur. Stimmen die anderen in den Lobgesang mit ein? In der Einrichtung von dem Lokal vom Roman sieht man sehr gut, dass es noch nicht so lange offen ist, weil da fehlt mir so ein bisschen das Persönliche, auch so eine Handschrift, so auch von der Einrichtung. Und da gibt es auch einen Flügel da hinten. Das ist eine richtige Bühne, oder? Das finde ich immer mega schön, wenn man isst und da noch ein bisschen Hintergrundmusik ist. Das Vorwerk ist Romans erstes eigenes Restaurant. Ist er schon bereit für den Wettkampf? Hallo. Ah, der Roman. Wir haben ja erst seit 3 Wochen geöffnet. Ich hoffe, der erste Eindruck ist schon mal positiv. Also ich finde nicht, dass man ihm da jetzt unbedingt einen Bonus zuschlagen muss, weil er den Laden erst seit 3 Wochen hat. Wenn irgendwas sein sollte, der Ramon ist der Restaurantleiter hier und bewirtet euch. Ich dachte zuerst, ich höre nicht richtig. Der Ramon und dann der Roman und dann der okay, ja, dann habe ich es kapiert. Und, ja, finde ich aber irgendwie gut. Positive Rückmeldungen sind immer schön. Wie sieht's damit beim Speisenangebot aus? Asiatisch hätte ich jetzt nicht so unbedingt erwartet hier. Ich auch nicht. Es fängt an mit asiatischen Suppen, dann habe ich Pasta gesehen, Zürcher Geschnetzeltes gesehen. Da fehlt mir der rote Faden. Also ich verstehe sie gerade nicht. Der Roman ist ein sehr kompetenter Kollege. Der ist auch schon in seinen Catering-Stationen wirklich um die Welt gekommen. Der hat viele Einflüsse mitgenommen. Das kann man jetzt positiv sehen. Oder man kann das wie die Kollegen natürlich ohne roten Faden negativ bemängeln. Danke. Lass ihn ein bisschen schwitzen. Aha, so läuft der Hase. Die Konkurrenz hat nicht vor, es Roman heute leicht zu machen und rücken ihm auch in der Küche auf die Pelle. Hey Roman, hi, Thomas, seit 3 Wochen bist du jetzt hier. Grüß dich. Und seit 3 Wochen bin ich jetzt hier. Und mich hat interessiert, hast du die Küche jetzt selber eingerichtet? Hast du dich eingelebt? Ich habe die einrichten lassen. Ich arbeite mit einem professionellen Küchenbauer zusammen. Und das ist noch nicht ganz gelungen. Also die müssen noch ein bisschen was machen, die Jungs. Muss man wahrscheinlich ein bisschen machen wie beim Schiff. So alles ein bisschen in die Höhe bauen, weil du ja nicht so viel Platz hast hier. Sieht ein bisschen alles so zusammengewürfelt aus. Aber aus der Küche kann man definitiv was machen. Kleine Küche, ihr habt meine Küche noch nicht gesehen. Das ist ein Palast hier. Na ja, sind wir ja gespannt. Es gibt Reis, Baby, aber nicht irgendeinen. Ich sehe schon, du hast einen mega Risotto-Reis. Mein Lieblings-Risotto-Reis, Ferron, finde ich großartig, weil er wirklich für mich einer der besten Risotto-Reise ist. Wir unterscheiden ja in Arborio, Canaroli und Superfino. Das sind so diese 3 Einteilungen des Rundkornreises für Risotto. Und dieser Hersteller macht wirklich einen sehr guten Reis für Risotto. Bin mal gespannt. Oh, ja. Risotto ist ja immer eine schwierige Sache. Also man bekommt selten Gutes. Die größte Gefahr beim Risotto ist eigentlich das Verkochen, finde ich. Also wenn der Reis einfach zu weich wird und ja, dann ist die Sache gelaufen. Schön, jetzt bin ich überhaupt nicht nervös, nicht aufgeregt. Wollen wir loslegen? Nein, ja, dann machen wir das. Starten wir auf jeden Fall. Ja. 3 Köche auf engstem Raum. Was dabei wohl rumkommt? Slow Food ist ja ein Thema bei uns. Dementsprechend versuchen wir da regional zu arbeiten. Slow Food ist auch geschützt. Das ist ein Verein. Die geben dir das Zertifikat, dass du ein Slow Food Restaurant hast und dann musst du auch ganz bestimmte Auflagen erfüllen. Good, clean und fair. Da wird also auch auf den Handel und auf die Bedingungen, unter welchen Gemüse oder andere Lebensmittel erzeugt werden, Wert gelegt. Und das Ding nimmst du nicht so im Vorbeigehen mit. Also man muss das schon verifizieren, damit man dieses Siegel bekommt. Fürs Risotto Bianco kommt das Fleisch auf den Tisch und als Beilage das kleine 1x1 vom Kalb. Du hast auf jeden Fall ein helles Kalbfleisch, ne? Gibt ja auch immer die Roséware. Der Unterschied ist ja, die helle Ware war noch nicht auf der Weide sozusagen. Blanco, also Bianco, heißt ja das Risotto, also weißes Risotto. Dementsprechend achte ich da dafür jetzt schon drauf, dass wir da eher helle Ware beziehen als dunkle Ware. Ja. Weil das wird dann schnell grau und ein bisschen dunkel. Der Fond soll ja mit ins Risotto bannen.
Schnell schnibbeln, über Slow Food reden, ganz schöner Spagat für Roman. Wo beziehst du dein Gemüse her? Hast du da auch so einen regionalen Lieferanten oder Großhandel oder wie machst du das? Da bin ich noch ein bisschen am Suchen. Ja, und am Überlegen, wie man das am besten machen kann. Also, was ich jetzt erstmal mache, ist halt beim türkischen Nachbarn im Supermarkt einkaufen. Die haben immer topfrische Ware. Ich glaube nicht, dass die Waren im türkischen Supermarkt regional sind. Die kommen in der Regel aus der Türkei oder vom Großmarkt. Das war nicht so richtig schlüssig. Habe ich nicht so ganz durchgeblickt am Ende des Tages. Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, der hat schon den Anspruch, jetzt Regionalität ins Spiel zu bringen. Im Moment ist es für ihn noch nicht möglich, weil er mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist. Da müsste jetzt einen Gemüsehändler suchen, der ihm dann wirklich auch die Brandenburger Karotte bringt. Während die Champignons bereits im Topf brutzeln, hat Frank mal eine prinzipielle Frage. Ich kenne das ja tatsächlich so, dass man das erst alles in Olivenöl anbrät und auch den Risotto-Reis erstmal zugibt, damit der sich erwärmt, damit er nachher die Flüssigkeit besser aufnehmen kann. Also mit dem Olivenöl, das nennen die Italiener Toasten sozusagen, ja. So kenne ich das. Und dann wird das Ganze mit Weißwein abgelöscht. Mir ging es jetzt eher darum, die Zwiebeln und die Champignons zu retten. Ja. Da muss man einfach den Kollegen auch recht geben, das ist jetzt fachlich die falsche Reihenfolge. Schwamm drüber und Brühe rein. Aber welche? Geflügelpunkt? Nee, wir haben eine Gemüsebrühe vorbereitet. Wir halten die erstmal neutral bei der Vorbereitung. Okay, damit es auch vegetarisch dann geht sozusagen. Genau, ja. Damit du ja auch vegetarisch geben kannst. Roman hat in gehobener Küche gelernt und viele Jahre als Küchenchef hinter sich. Aber das nur so am Rande. So, dann stellen wir es nach hinten, lass es ein bisschen köcheln. Und dann nehmen wir eine Pfanne und braten das Kalbfleisch an. Auch mit einer kleinen Duxelle, also Champignon und Zwiebeln. Weil Duxelle, das aus der französischen Küche kommt, spricht man ganz klassisch von fein gewürfelten Champignons, die angeschwitzt werden, um dann einer Füllung oder einer Ummantelung ein entsprechendes Aroma zu verleihen. Fürs Risotto kenne ich es jetzt nicht, aber gut, ist jetzt auch kein Riesendrama. Küchenchef Roman haut das dünn geschnittene Kalbfleisch in die Pfanne. Aber nur kurz. Und jetzt stellen wir es unter dem Salamander und lassen das Ganze ziehen. Jetzt bleibt es in der Mitte rosa, ist von einer Seite scharf angebraten. Und dann kann man das Ganze miteinander verheiraten, wenn es soweit ist. Wie lange lässt du den Ansatz kochen? Also 10 Minuten. 10 Minuten, okay. Das sieht ganz gut aus, auf jeden Fall. Da freuen wir uns drauf. Da würde ich sagen, bis später, Roman. Männer, ich freue mich. Ja, wir uns erst. Fürs Vorwerk steht die erste Runde an. Ramon, übrigens Mitinhaber, und Slatjana servieren die Vorspeisen. Und die Konkurrenz weiß, was sich gehört. Herzlichen Dank. Jennifer startet mit dem italienischen Klassiker, eine Pasta Napoli. Mario fand sie gut, nun testet Thomas die Nudelsuppe mit Fleischbällchen. Gerade noch bestaunt, jetzt auf Franks Teller, das Risotto mit Kalbfleisch. Ulrich wählt das Grünzeugs in Form eines saisonalen Blattsalates. Dann würde ich mal sagen, bon appetit, ne? Bon appetit. Man spricht Französisch in Berlin und isst Italienisch. Wie ist die Pasta Napoli, Jennifer? Also ich fand die Anrichtung erstmal wirklich schön und appetitlich, eben mit dem frischen Basilikum. Ich mag es halt extremst, wenn die Zwiebel ganz verkocht ist, also wenn man sie gar nicht mehr sieht, weil ich halt die nicht sehen möchte. Also bei der Tomatensauce ist es ja auch Geschmackssache, aber es ist ein bisschen zu süß. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Zucker reingemacht hat in die Soße, deswegen wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen süßlich sein, vielleicht auch ein bisschen zu viel reingebracht, was ja eher untypisch ist für italienische Tomatensoßen. Also wenn die Kerne aufplatzen, ist die ganze Säure drin, aber wenn man das dann passiert, dann hast du eben eine super fruchtige Tomatensauce und dann brauchst du kein Süßungsmittel. Ich selber mache auch an alle pikanten Speisen eine Prise Zucker, genauso wie ich an jede Süßspeise eine Prise Salz mache. Für die Nudelsuppe hatte Mario einen Tipp: Stäbchen besorgen. Sieht Thomas das auch so? Was mir gefehlt hat, muss ich sofort sagen, sind Stäbchen. Weil bei einer asiatischen Suppe, wo du Nudeln drin hast, da ist eigentlich ein Löffel und Stäbchen das optimale Essgerät. Ich weiß nicht, wie weit vom Restaurant Vorwerk zum Asiaten, der ja sein Nachbar ist, der Weg ist, aber er hat es nicht geschafft, diese Stäbchen zu besorgen. Ist schade. Es reißt mich jetzt nicht vom Hocker irgendwie so geschmacklich, aber das Gemüse ist al dente. Überrascht hat mich das hier Aubergine in der Suppe. Das war so ein bisschen neu für mich. Stört auch nicht weiter, weil ich finde, Aubergine ist eher was, was eine Pfanne verträgt. Dann sind ja hier noch so Fleischbällchen drin. Die sind, ja, die sind noch weich genug. Die sind, sind so an der Grenze. Also sie sind auf jeden Fall geschmacklich lecker. Die Brühe ist sehr lecker, muss ich sagen. Also ich mag es, wenn eine Brühe, also schön kräftig, auch Brühe intensiv, gut, ja, abgeschmeckt ist. Aber so richtig süß-sauer kommt mir das jetzt nicht rüber. Hatten wir doch darüber gesprochen. Über die Stäbchen und über noch mal dieses bisschen mehr an Süße und Säure. Schade. Das geht ja gut los für Roman und Ramon. Aber Moment. Thomas, ich hab dir was mitgebracht. Da sind sie. Wo kommen sie denn jetzt her? Wir waren so aufgeregt in der Küche und die haben wir vergessen. Aber wir haben uns eigentlich die
Kritik, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber von Mario eigentlich zu Herzen genommen und haben noch extra Stäbchen besorgt und jetzt waren sie nicht mit dabei. Also ich würde es ihm nachsehen. Und es ist die Frage natürlich, wie die Kollegen das bewerten. Punktabzug. Lieber Mario, ich würde für die Stäbchen keine Punkte abziehen. Weiter geht's mit Franks Risotto Bianco. Bei der Zubereitung lief es anfangs nicht glatt. Macht sich das noch bemerkbar? Wie hat's denn geschmeckt? Also, dein Risotto war geschmacklich sehr gut. Das Fleisch war auch ganz zart, also wunderbar, kann man nicht meckern. Ich persönlich bin ja ein Freund von etwas schlotzigem Risotto. Mir war es einfach zu kompakt. Das fand ich nicht so gut. Ein Risotto soll diese Schlotzigkeit haben, weil zum Schluss ja noch Parmesan und Butter untergerührt wird. Und dann soll das so cremig auf der einen Seite sein, aber das Reiskorn sollte immer noch al dente sein. Wir hatten ja vorher das Problem mit dem Risotto oder mit der Zubereitung, wo wir in der Küche waren. Hast du jetzt Neues angesetzt? Wir haben uns jetzt wirklich entschieden, das nochmal neu anzusetzen. Okay. Das ist aber schön. Das freut mich. Ach, guck mal, das ist aber auch jetzt eine gewisse Ehrlichkeit. Er hat das Risotto echt noch mal neu gemacht, weil er, glaube ich, selber gecheckt hat. Ja, ich habe es vor Aufregung jetzt gerade falsch gemacht. Das finde ich gut. Bleibt noch ein Slowfood-Gericht übrig. Ulrichs saisonaler Blattsalat mit regionalem Gemüse. Möchtest du mir auch was sagen? Ja. So, ich fange mal an beim Brot. Selbst gebacken, der Teig ist selber gemacht. Von der Konsistenz her finde ich es super. Ist ein Roggenteig. Sensationell. Am Salat, mir fällt auf, er war schön angerichtet. Der Parmesan war sehr gut. Was mir jetzt nicht so gefallen hat, war, es gibt warmes Gemüse da drin, was den Salat erwärmt. Autsch, dabei mögen es zarte Salatblättchen lieber kühl. Verliert einfach an Konsistenz und an Knackigkeit. War da ein bisschen überrascht, dass es warm ist. Naja, vielleicht sollte man das in der Karte dann erwähnen. Ich werde mir die Kritik zu Herzen nehmen. Vielleicht kann man es auch anders anrichten, dass das Gemüse separat ist. Ja, oder man lässt es dann wieder abkühlen. Wir schwitzen es halt immer frisch an. Vielen Dank. So machen wir das. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Wir haben jetzt die Chance, beim Hauptgang noch mal alles rauszureißen. Kleine Fehler wie mit den Stäbchen ärgern mich persönlich natürlich dramatisch. Dementsprechend heißt es jetzt noch mal alles geben. In der Küche fallen klare Ansagen, aber nicht vom Chef. Also ich will ehrlich gesagt nicht mitmachen. Du möchtest nicht mitmachen? Nein. Nein. Ich möchte nur zuschauen und dirigieren. Ich glaube, die Herren möchten der Jenny gegenüber sehr charmant rüberkommen. Aber die wickelt die auch gerade ganz schön um den Finger, ja? Wir machen das Züricher Geschnetzelte. Okay. Ja, und das machen wir immer frisch. Beim Risotto hatten wir praktisch das Rosé-Kalb. Ja. Und beim Geschnetzelten zum Beispiel, dann nehmen wir auch das Dunkle. Ja? Also das heißt, das Tier war auf der Wiese. Und jetzt unter Messer. Da staunt der Laie und der Küchengast wundert sich. Ich glaube, du hast es gelernt, ne? Ja, manchmal. Woran erkennt man ein gutes Fleisch? Fleisch erkennst du ja dran, dass es nicht angelaufen ist. Von der Struktur halt eine gleichmäßige Maserung, weil das Tier auf der Wiese schon war und schon ein bisschen Gras gefressen hat, dann kriegt es auch dunkleres Fleisch und ist so ein bisschen herzhafter. Aber mit Fleischsorten kennt er sich ja wirklich gut aus. Und ich glaube, das ist so sein Steckenpferd, dass er wirklich auf die unterschiedlichen Qualitäten des Fleisches achtet. Er muss diesen Message nur noch irgendwie ein bisschen besser und klarer verkaufen. Roman ist eben eher der bescheidene Typ. Dafür schnibbelt er wie ein Weltmeister. Dann schneiden wir noch die Champignons dazu. Wie konsequent zieht Roman das Slowfood-Motto durch? Wie ist es, du beziehst alle Produkte aus der Region oder versuchst du halt so viel wie möglich aus der Region zu beziehen? Ja, wenn es gehen würde, schon alle Produkte, aber auch da stehen wir halt wieder am Anfang. Ne? Da müssen wir eben schauen, dass wir aufbauen. Mein Bruder ist dabei, einen Bauernhof praktisch auszubauen und baut schon die ersten Sachen an. Und der hat jetzt auch schon die ersten Tiere. Und da müssen wir eben sehen, wie es funktioniert. Du musst halt dann die Nachfrage eben auch bedienen können, die da entsteht mit so einem Restaurant. Er merkt, glaube ich, auch selber gerade, dass sein Konzept noch nicht ganz wasserdicht ist. Und er muss diesen Slowfood-Gedanken auf alle Fälle, wenn er das wirklich vollends durchziehen möchte, noch konsequenter umsetzen. Beim Thema Würzen ist mit Jennifers vornehmer Zurückhaltung Schluss. Du würzt das Fleisch danach? Ich würze das Fleisch danach. Ich würde das Öl würzen und dann das Fleisch rein. Der eine schmeißt ins Öl seine Gewürze rein, weil er meint, die brauchen mehr Röstaromen. Finde ich auch bei manchen Gewürzen richtig. Also Curry brate ich oft mit an. Jennifer hat aber noch ein anderes Problem. Wenn man das Fleisch anbrät, das macht man wirklich innerhalb von Sekunden raus. Da macht man den zweiten Ansatz mit ein bisschen Zwiebelchen, mit ein bisschen Champignons in dieser Pfanne. Und hier sehe ich jetzt irgendwie alles zusammen in einer Pfanne und hoffe,
dass das Fleisch nicht trocken wird. Gegen Trockenheit ist nämlich kein Kraut gewachsen. Auf die Gewürze folgt die nächste Zutat. Jetzt löschen wir das Ganze mit ein bisschen Demi-Glas an. Eine Demi-Glas ist die klassische braune Grundsoße. Wie der Name sagt, Demi-Glas bedeutet zweifach glasiert. Ist in der Herstellung sehr aufwendig. Das nimmt man dann halt auch zum Glasieren oder zum Saucieren von den dementsprechenden Gerichten. Die Demi-Glas machst du selber? Die Demi-Glas machen wir selber. Die kochen wir ein aus den Abschnitten und Knochen. Oh la la, das ist aber mal ein amtliches Sahnehäubchen. Wieso nimmst du geschalte Sahne und nicht frische Sahne? Ich finde, es macht einfach eine viel schönere Struktur. Ne? Es sieht viel schöner aus. Man kann da tolle Sachen mitmachen. Ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, meine Sahne da reinzusprühen. Das würde ich jetzt nicht tun. Für die Struktur einer Rahmsoße hat Roman das ganz gut gemacht, fand ich. Es muss aber dann auch sofort serviert werden, weil die Sahne gart ja immer noch weiter nach in der heißen Soße. Dann kannst du auch gleich normale Sahne nehmen und reinschütten. Serviert wird hier noch lange nichts, dafür aber gegrübelt. Und warum es jetzt unter den Salamander stellt, erschließt sich mir nicht. Jetzt haben wir Zeit, um die Spätzle anzubraten. Dafür haben wir die Pfanne praktisch schon heiß gemacht. Auch praktisch, eine eigene Spätzle-Schublade. Kommt das an bei der Konkurrenz? Ich hoffe, du hast die Spätzle selber gedrückt. Wir haben immer ein Backup da. Ja. Das heißt, wenn wir nicht dazu kommen, dass wir auch, dann greifen wir auch gerade noch auf gute Convenience zurück. Die haben so 3 Tage Haltbarkeit, das sind frische genau. Spätzle. Das kommt aus der armen Leuteküche, Spätzle, das sind ein paar Eier, ein bisschen voll Mehl. Aber generell versuchen wir natürlich auch so viel schon wie möglich selber zu machen. Ich würde niemals Convenience Spätzlis anbieten. Das wäre einfach gegen meine gastronomische Ehre. Ich würde auch gerne Spätzle Natur essen, um sie halt mit dieser schönen Sahnesoße dann so reinzuknetschen. Aber auch da gilt, jeder darf es kochen, wie er möchte. Und die Kollegen werden das schon gleich bewerten. Muskatnussabrieb und etwas Grünes bringen den letzten Pfiff. Also ich persönlich nehme jetzt Zwiebellauch, also Schluppen in Berlin. Mache die ganz fein und Petersilie und heb die so ein bisschen drunter unter den Spätzle. Ich finde, Petersilie kann man Spätzle machen, aber ich bin da eher ein Purist. Also ich bin auch ein Purist. Wenn ich Käsespätzle mache, dann würde ich jetzt noch, also wir machen immer selber Röstzwiebeln noch drüber. Ja. Aber sonst nichts. So ist das eben mit den Geschmäckern. Jeder wie er mag. Und Roman mag jetzt wieder alleine in seinem Küchenreich herrschen. So, meine Lieben, dann geht's auch schon zum Anrichten. Ich würde sagen, ihr könnt euch schon mal zu Tisch begeben. Oh, wir sind gespannt. Vielen Dank. Wir freuen uns. Danke für die Einblicke. Im Restaurant Vorwerk gibt's aber nicht nur was zu sehen und zu essen. Hier gibt's auch regelmäßig was auf die Ohren. Am Flügel zeigt Pianist John Lovridge sein Können. Finde ich an sich eine super charmante Idee, ein Pianospieler. Wenn der Laden natürlich dann auch gut besucht ist und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Atmosphäre drin ist in dem Laden, hat auf jeden Fall Potenzial. Wenn man es geschickt anstellt, kann man da wirklich was draus machen. Jetzt spielt das Essen aber wieder die Musik. Die Hauptspeisen haben ihren großen Auftritt. Hoffentlich. Lass es euch schmecken. Machen wir. Vielen Dank. Ein Hähnchencurry geht an Jennifer, das ohne Huhn an Thomas. Jennifer, ich hab Stäbchen. Mit Stäbchen. Ist jetzt so ein Running Gag, ne? Ein Risotto à la Fungi, also mit Pilzen, soll Ulrich begeistern. Und da ist es wieder. Das Zürcher Geschnetzelte sagt, grüezi.